Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen, liebe Judo-Freunde. So, Borderlands 3 ist mal wieder am Start und heute zeige ich euch einen mega geilen Glitch. Und was der Glitch anrichtet, zeige ich euch hier im Hintergrund bei der guten alten Grabwache. Wenn ihr den Glitch erfolgreich angewendet habt, was ich euch nachher zeigen werde, sieht es natürlich bei euch dementsprechend so aus. Ihr habt massiven Schaden, eine massive Feuerrate und eine massive Bewegungsgeschwindigkeit. Und dazu braucht man nicht mal so arg viel Gegenstände. Und das zeige ich euch jetzt gleich hier im Hintergrund, was ihr dazu braucht. Besser gesagt, ihr braucht nur ein legendäres Schild dazu. Und wo man das farmen tut, tue ich euch oben rechts in der Videobeschreibung verlinken. Da habe ich vor kurzem ein Video dazu gemacht. Und ja, hier angekommen zeige ich euch, welches Schild ihr ausgerüstet haben solltet. Ohne das funktioniert's nicht. Hier, Band of Citerac. Das Schild macht 22% mehr Waffenschaden, maximale Gesundheit kann uns scheißegal sein, 10% Feuerrate und 10% Bewegungsgeschwindigkeit. Und das nutzen wir natürlich zu unserem Vorteil aus. Wir stacken quasi die Schadenswerte die ganze Zeit. Und ja, ich weiß, das Schild ist relativ schwierig zu farmen, aber wenn man es mal hat, ja, dann hat man es halt, gell? Deswegen. So, ihr müsst das Schild nur ausgerüstet haben. Und dann müsst ihr einfach nur runterfallen. Und das am laufenden Band. So grob 20 Minuten würde ich euch empfehlen, die ganze Zeit runterfallen. Ja, ich weiß, das kostet auch dementsprechend ein bisschen Kohle. Aber ab 9 Dollar, also sprich, wenn ihr nur noch 9 Dollar habt, dann zieht es irgendwann nichts mehr ab. Also sprich, nach dem Runterfallen. So, jedes Runterfallen, jedes Sterben quasi, tut unsere Schadenswerte stacken. Wir bekommen quasi pro Runterfallen jedes Mal 22% Schaden, 10% Feuerrate und 10% Geschwindigkeit drauf. Und das die ganze Zeit. Und wenn ihr das, wie gesagt, so grob 20 Minuten macht, dann habt ihr ein massives Schadensbild. Was ihr am Anfang gesehen habt bei der Grabwache. Das zeige ich euch jetzt gleich nochmal. Wir werden ein paar Gegner dementsprechend legen. Und so sieht's aus. Also sprich, dass ihr mal ein Bild davon habt, wie die Schadenswerte aussehen. Das ist jetzt vor dem Glitch quasi. So grob, ja, 36.000 Schadenspunkte. Crit natürlich, 36.000 Crit. Und wie es nach dem Glitch aussieht, also sprich, wenn ihr den erfolgreich gemacht habt, dann seht es natürlich so aus. So, 914, 915, 917.000 Schadenspunkte. Crit natürlich, also es ist massiv, das Schadensbild, ganz klar. Wie gesagt, eure Feuerrate, gut, das sieht man jetzt bei der Waffe nicht so geil, aber die Feuerrate ist natürlich auch dementsprechend sehr hoch. Und die Bewegungsgeschwindigkeit auch sehr hoch. An die Bewegungsgeschwindigkeit muss ich sagen, da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Ja, ein bisschen grenzwertig, sage ich jetzt mal. Aber so ein bisschen hin und her spielen. Man muss halt ein bisschen aufpassen mit den, ja, mit den Joysticks, sage ich jetzt mal. Ansonsten funktioniert es relativ gut. So, Infinity in der Hand. Bumm. Tot ist er. Wie gesagt, ein massives Schadensbild haben wir jetzt. Feuerrate massiv und die Bewegungsgeschwindigkeit ist natürlich auch brachial. Wie gesagt, da muss man sich dran gewöhnen. So, was muss man dazu sagen zu dem Glitch? Der Glitch ist vorbei, wenn ihr das Schild wechseln tut. Sprich, wenn ihr ein anderes Schild reinmacht, ist der Glitch kaputt. Wenn ihr Speichern und Beenden macht, also sprich ins Menü zurückgeht, ist der Glitch auch vorbei. Deswegen ist leider schade, dass man die Endgegner, die Bosse nur einmal machen kann. Ganz klar. Da man ja nicht speichern und beenden machen kann, gell? Im Hintergrund Tyrene, das EP-Monster. Auch relativ gut machbar somit. Das Problem ist, wenn man sterben tut, beziehungsweise wenn man so arg Schaden bekommt, dass uns das Schild runterzieht, oder wir wiederbelebt werden müssen, ist der Glitch auch kaputt. Und das ist so ein bisschen der Haken dran. Man bekommt im Mayhem-Modus 4,
im Hintergrund alles Mayhem-Modus, bekommt man sehr schnell irgendwelche Querschläge ab und muss am Arsch. Das ist halt relativ schwierig zum sagen, wie jetzt hier im Hintergrund zu sehen. Ich wurde getroffen, ganz klar, ich liege am Boden, bla bla bla. Ich hole jetzt neue Stärke, zack, und der Glitch funktioniert immer noch. Das widerspricht sich ja gerade, was ich gerade gesagt habe. Also das ist alles so ein bisschen zwiegespalten. Ab und zu funktioniert es und ab und zu funktioniert es nicht. Das ist echt schwierig zu sagen. Aber zu 90%, wenn ihr getroffen werdet und ihr am Boden liegt, ist der Glitch kaputt. Wie gesagt, das war jetzt hier gerade nicht der Fall, aber mir ist so oft passiert, dass das einfach der Fall war, sage ich jetzt mal. Man will jetzt gerade, ja, man ist so richtig motiviert und man sagt, komm, jetzt gehen wir mal in das Maliwan-Takedown rein und denkt, ja, jetzt rotzen wir alle weg. Aber Maliwan-Takedown, irgendein Querschläger von irgendeinem billigen, dackeligen Gegner und der Glitch ist kaputt. Das war so oft der Fall. Und hier, Knuckle Tracker im Hintergrund, die gute alte Sau, der heißt nicht Knuckle Tracker, aber ist so ein guter alter Verwandter von dem, der Wüter. Bei dem sterbe ich, glaube, ihr seht es nachher im Hintergrund, ich glaube 3-4 Mal locker. Und der Glitch ist immer noch aktiv. Dann laufe ich nachher mal, ihr seht das alles nachher, wollte ich euch den Speed zeigen, wie schnell man hin und her springen kann, bla bla bla. Und irgend so ein dackeliger Gegner steht am Rand, er schießt. Ich werde natürlich getroffen, liege am Boden, bin hier im Modus 4 natürlich. Und der Glitch ist kaputt. Von so einem scheiß dackeligen Soldat. Das ist echt brutal. Also wie gesagt, passt auf euer Schild auf, wenn möglich. Guckt, dass ihr keinen Schaden bekommt. Vielleicht steht ihr auch in irgendeiner Ecke und ballert mit dem Sniper rum. Macht ja auch massiven Schaden, klar. Feuerrad ist in dem Fall egal. Aber der massiven Schadenswert ist mit der Sniper immer noch da. Das müsst ihr selber mal ein bisschen abwägen. Klar, wie gesagt, Maliman, Takedown, von hinten irgendwie mit dem Sniper die ganzen Idioten abschießen, könnte funktionieren. Habe ich noch nicht ausprobiert, aber könnte funktionieren. So, ich bin jetzt für meinen Teil durch. Ich lasse jetzt hier das Knuckle Tracker Video jetzt noch ein bisschen laufen. Danach kommt nochmal Giga Hirnglaub. Komischerweise sterbe ich doch nicht beim Knuckle Tracker. Habe mich wahrscheinlich da ein bisschen mit den Videos vertan. Ist wahrscheinlich ein anderes Video gewesen. Habe ich aus Scham wahrscheinlich nicht gezeigt. keine Ahnung. Auf jeden Fall, passt auf euer Schild auf. Ihr seht es nachher zum Schluss. Querschläger, zack, Schild down. Und Glitch natürlich kaputt. Euer Kinglein83, Like-Button wie immer penetrieren natürlich nicht vergessen, Glocke aktivieren und wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne ein Abo dalassen, gell? In diesem Sinne, haut rein, ciao! Gemacht.
Lass sie deine Wut hören.